Menschen aus der Kurpfalz. Der Podcast von Kurpfalz erleben. Namen, Geschichten und Wissenswertes aus unserer Region. Präsentiert von der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord, Coos Klima, GBG Wohnungsbaugesellschaft Mannheim und AMEE, die Akademie für Motivation, Entwicklung und Erfolg. Mit Norbert Lang. Unser heutiger Studiogast ist ein Vorzeigeathlet, 1,93 Meter groß und rund 100 Kilo schwer und ziemlich schnell auf den Schlittschuhen unterwegs. Das ist der Kapitän der Mannheimer Adler. Herzlich willkommen, Dennis Reul. Hallo, Dennis. Grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du da bist. Das freut mich sehr. Wir wollen in diesem Podcast auch nicht über aktuelle Situationen sprechen bei den Adlern. Du bist schon so lange dabei. Ich glaube, seit 2009, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Genau. Jetzt ist es natürlich eine komische Frage, aber wie waren die Jahre denn? Ja, schön. Das ist jetzt auch schon lange her. Ich meine, kam als junger Spieler dann zu den Adlern, ich glaube mit 19 oder 20. Am Anfang war es natürlich eine schwierige Umstellung vom Nachwuchs zum Profibereich. Und dann halt eigentlich nur noch mit Erwachsenen zu spielen. Es war hart am Anfang, aber meine Geduld hat sich ausgezahlt, ja. Hat sich absolut. Du hast ja auch Erfolge gefeiert. Du bist zweimal deutscher Meister geworden mit den Adlern. Gab allerdings auch zwischendrin immer wieder Jahre, in denen es nicht so funktioniert hat. Versuch mir mal zu erklären, wie das ist. Ein deutscher Meister ist klar, da können wir gleich drüber sprechen. Aber in den Jahren, in denen es nicht läuft, wie empfindet man das als Spieler? Ja, es ist natürlich sehr schwierig. Erstmal, wenn es mit der Mannschaft nicht läuft, auch wenn es persönlich läuft, ist nicht gut. Ist schwer, weil man natürlich, man spielt ja Eishockey, um auch diesen Teamerfolg zu haben und nicht diesen Einzelerfolg. Und dann gibt es natürlich auch Jahre, wo es bei ihm selbst nicht gut läuft, dafür für die Mannschaft. Das ist dann schon einfacher zu ertragen, finde ich, weil man hat ja wenigstens noch den Teamerfolg, auf dem man aufbauen kann. Und dann gibt es Jahre, wo dann halt beides nicht funktioniert und es sind die schwersten Jahre, weil dann hat man halt gar nichts, an dem man sich aufrichten kann. Und das zieht einem dann schon sehr stark runter, weil man ja auch diesen Ehrgeiz hat, immer gut zu sein. Ja, ich habe das an dieser Stelle, es waren ja schon nicht nur Eishockeyspieler da, sondern auch von anderen Sportarten Menschen da, die hier gesessen waren, die auch vieles erreicht haben, Olympiasiegerinnen oder sonst was. Und was ich nie rausgefunden habe, denn es hilft mir ein bisschen, wir kennen uns ja auch seit ein paar Tagen, was ich nie rausgefunden habe, ist die Tatsache, wie geht denn jeder mit diesem Misserfolg und Erfolg, kommen wir gleich, Misserfolg um. Was macht der Dennis Reul, wenn es mal wieder nicht läuft und es gehen 5, 6 Spiele verloren? Tja, das ist, glaube ich, immer anders. Jeder ist auch anders und für mich ist es auch nicht immer gleich. Im Moment arbeite ich einfach noch härter als sonst. Also was anderes bleibt dann ja nicht übrig. Man versucht dann vielleicht an der einen oder anderen Stellenschraube zu drehen mit Trainern, Betreuern, irgendwas, um halt diesen Turnaround zu schaffen. Aber am Ende vom Tag muss man sich da einfach aus diesem Tal rausarbeiten und einen Schritt nach dem anderen gehen. Also man wird nicht, wenn es mal nicht läuft, sofort wieder ganz oben auf sein, sondern es ist ein langer Prozess, auf dem es auch immer wieder Rückschläge gibt und die muss man halt einfach überwinden. Ja, wie ist es bei dir? Du verlierst ein Spiel, meinetwegen ein Heimspiel in der SAP-Arena. Also es ist wahrscheinlich still in der Kabine, weil keiner logischerweise jubelt, aber wie gehst du nach Hause? Gehst du sofort ins Bett oder hast du irgendeine Methode, wie du das ausgleichen kannst, dann dieser Gedanke schon wieder verloren? Ja, also ich muss sagen, ich schlafe generell schlecht nach Spielen, weil einfach man ist, selbst wenn man nach Siegen ist, man noch total aufgekratzt, der Körper hat noch das Adrenalin, muss das verarbeiten. Und nach Niederlagen, besonders wenn die ärgerlich sind, oder dann ja, fällt es einem schon noch schwerer. Also man hat dann Probleme einzuschlafen, keine Ahnung, ich fahre meistens sehr spät nach Hause dann, und setze mich dann noch ein bisschen auf die Couch, versuche beim Fernsehen ein bisschen abzuschalten oder so und gucke dann, dass ich
auch wenn ich weiß, dass ich nicht schlafen kann, zeitig ins Bett gehe. Und dann ja, versucht man das halt so nach und nach abzuarbeiten. Aber einfach ist es, glaube ich, für niemanden. Ja, ich will auch jetzt nicht nur auf schlechte Jahre zurückblicken. Du bist 2015 Deutscher Meister geworden, damals in Ingolstadt. 2019 in einem dramatischen letzten Spiel mit Verlängerung und Siegtor durch Larkin. Immer wieder, wenn Sportler hier sitzen, versuche ich, gleiche wie eben, das ist im Grunde genau die gleiche Frage, aber was geht da in einem Kopf vor? Und ich weiß noch, diese Emotionen, gerade 2019, Verlängerung für alle die, die keine Eishockey-Kenntnisse haben, in der Verlängerung ist das Tor spielentscheidend, weil das Spiel ist danach aus. Kannst du dich noch ein bisschen erinnern, wie das war? Ich glaube, im ersten Moment ist es pure Freude einfach, dass man das Ding natürlich gewonnen haben, dann aber kurz danach schon fällt einfach der komplette Druck ab, der sich aufgebaut hat übers Jahr. Also ich meine, wir sind im Profisport, das ist der Druck immer da, dafür haben wir uns entschieden. Damit muss man klarkommen und der fällt dann einfach ab. Also man ist gefühlt 10, 15 Kilo leichter danach. Also es, alles ist wieder toll, alles ist schön und was und ja, und die ganzen Schmerzen, Verletzungen, was man davor halt immer noch mit sich getragen hat, was geweh getan hat, das ist dann einfach irgendwie vergessen. Du hast mir das Stichwort gegeben. Es ist ja, was Verletzungen angeht, bei dir nicht einfach immer gewesen in der Karriere. Es waren Gehirnerschütterungen dabei. Du bist natürlich ein Eishockeyspieler, der sehr physisch arbeitet, logischerweise, wo es dann halt auch mal auf die Mütze gibt. Hast du Angst, wenn die Karriere fertig ist, dass da was hängen bleibt? Na, das heißt Angst. Ich weiß, dass was hängen bleibt. Ja, also ja kann ich dir leider garantieren. Ja, ich weiß nicht was, aber... Ja, also ich weiß schon ein paar Dinge, die hängen bleiben. Es ist halt einfach so, es gehört dazu. Aber wir haben super Ärzte, super Betreuungsteam, die uns da immer helfen, wenn uns irgendwas passiert. Aber keine Ahnung. Für mich gehört es einfach dazu, leider. Also wäre ich gerne ohne Verletzung durch die Karriere gegangen. Ja, natürlich, aber es bleibt sich halt nicht aus, wenn man Schüsse blockt, wenn man seinen Körper opfert, in Checks reingeht, wo man vielleicht weiß, man könnte sich dabei verletzen oder so. Aber es gehört einfach zum Profisport auch dazu, mit solchen Dingen umzugehen. Und für mich, wenn ich mich verletzt habe, war es eigentlich immer so, ja gut, am einen Tag hast du dich verletzt, da bist du halt nur sauer und am nächsten, ja mei, jetzt ist passiert, dann jetzt geht's halt dran, sich an die Arbeit zu machen, um wieder zurückzukommen. Hilf mir ein bisschen, weil diese Sendung, wie gesagt, die heißt ja Menschen aus der Kurpfalz. Nun bist du nicht in der Kurpfalz geboren, sondern in Markgrätwitz. Wann hat sich dieses Hobby Eishockeyspielen bei dir entwickelt, in welchem Alter? Ich glaube, so mit 6 Jahren bei meiner Grundschule damals, weiß gar nicht, war ein sehr aktives Kind, sehr sportliches Kind. Kam irgendwann die Hausmeisterin, die Frau Zimmermann, auf meine Mutter zu und gemeint, ah, ihr Sohn ist ja so sportlich. Eishockey wäre doch mal was für den. Und dann, ja, habe ich Schlittschuhlaufen gelernt, zu Hause noch auf dem Weiher und dann zum ersten Mal zum Training gefahren nach Selb. Und hat natürlich einen verkehrt rum Schläger dabei, wie das halt so ist. Mhm. Du bist Rechtsschütze, muss man sagen, genau. Für alle, ja. Die es nicht wissen. Rechts oder links kann man schießen, immer ist okay. Ich hatte einen linken Schläger dabei, habe ihn rechts rum gehalten. Und das dann, geht nicht gut. Nee. Und ja, bin dann dabei geblieben einfach. Und dann, das war dann eigentlich immer mein Nummer-1-Sport. Habe dann nebenher noch Fußball gespielt, bis ich 11 oder 12 war und ist dann irgendwann auch aufgegeben. Das Interessante ist, egal bei welchen Sportlern, die hier schon saßen, und wir haben schon viele gehabt, ist immer interessant. Die meisten sagen ja, ich habe ja noch eine andere Sportart gehabt. Und das ist, glaube ich, das ist sogar, glaube ich, gut so. Ich kann das nicht beurteilen. Ich bin jetzt kein Sportpsychologe oder Physiologe oder was auch immer. Aber die meisten sagen, oh, ich hätte das oder das machen können. Warum nicht Fußball, der ja viel populärer ist? Gut, in Selb ist wahrscheinlich Eishockey. Das Populärere. Selb ist definitiv Eishockey das Populärere, aber mir hat einfach Eishockey mehr Spaß gemacht am Ende vom Tag und deshalb bin ich dabei geblieben. Und warst du schon immer so ein
auch schon als Kind so ein physischer Spieler. Ich meine, du bist jetzt ein Brocken vom Kerl. Entschuldigung, wenn ich sage, mit 1,93 und deutlich oder keine Ahnung, 100 Kilo und ein bisschen mehr. War das schon damals so, oder? Ja. Nee, also ich war nie der Größte damals. Also jetzt zwar auch nicht klein oder so, aber halt nie der Größte. War eigentlich immer relativ dünn. Ich war, als ich zu den Jungadlern kam mit 15 oder 16, war ich 1,93 und hat 79 Kilo. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Nee. Und ja, und dann bin halt schnell gewachsen davor und so weiter. Und dann habe ich halt durch harte Arbeit also meinen Körper nach und nach auftrainiert und ja, bin halt dann zu diesem physischen Spieler, wie du gesagt hast, geworden am Ende. Und ja, ich habe jetzt 100 Kilo sind es nicht mehr ganz, eher so 115. Also von daher, ja. Aber das ist interessant. Man wächst selbst, muss man dazu sagen, ist nah an der tschechischen Grenze, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ganz nah an der tschechischen Grenze, war ja auch immer Zweitligist, ganz gute Mannschaft. Und dann kommt irgendwann, wie kommt man denn von Selb nach Mannheim? Wie ist das gelaufen? Ja, wie ist das gelaufen? Also, ich meine, war dann auch ganz okay, ganz gut in Selb unterwegs. War dann beim BV, also bei der Bayerischen Verbandsauswahl, auch ganz gut unterwegs. Und dann kommt man ja so in die Gespräche mit den anderen Jungs. Also, zwar waren wir nur unter uns, aber viele von den anderen Teams, gerade die aus Deckendorf, die hatten dann schon ältere Kollegen, die dann alle in Mannheim unterwegs waren und so weiter. Und ja, dann habe ich mich da halt so ein bisschen umgehört und informiert und dann wollte ich da unbedingt hin. Und dann hat es dann. Bist du aktiv geworden oder ist Mannheim, also die Jungadler, muss man ja dazu sagen, die Jungadler auf dich zugekommen? Bin ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr so genau, aber ich glaube, damals war es so, dass man sich teilweise dort auch gemeldet hat und dann, ich war bei einem Tryout auf jeden Fall. Das weiß ich noch. Dann hat man dich genommen. Aber auch das, weil wir ja schon andere Eishockeyspieler hier hatten von den Adlern, die ja ähnliche Stationen durchgelaufen sind wie du. Ich meine, du gehst mit jungen Jahren, mit 15 Jahren, verlässt du deine Heimat, verlässt deine Eltern und gehst in eine Stadt, die du nicht kennst, die weit, weit, weit weg ist von selbst. Wie war das denn am Anfang denn? Ja, schon sehr schwer. Also ich meine, das ist halt was ganz anderes. Auf einmal wohnt man dann im Internat, hat dann sein eigenes Zimmer und so weiter. Klar ist man mit den Jungs unterwegs und glücklich, aber die Familie fehlt einem schon. Und dann, aber im Großen und Ganzen überwiegt einfach, man möchte es ja. Also es war ja nicht so, dass ich es musste oder sollte oder gezwungen wurde, sondern das war halt das, was ich wollte. Und am Ende vom Tag hat halt der Wille, das zu machen, das Negative übertrumpft oder überwogen. Und dann war das auch okay. Und man wächst dann da auch rein nach und nach. Und irgendwann war es dann halt selbstverständlich für mich, allein in Mannheim zu sein. Aber es ist ja auch in dem Alter schon, in dem du nach Mannheim gekommen bist, ist es ja fast schon, also Profi natürlich nicht, weil man kein Geld kriegt, aber es ist ja ein Dasein wie ein Profi. Und es ist ja nicht einfach. Schule, morgens Training, Schule, danach Training, danach nochmal Krafttraining womöglich und dann nichts wie ins Bett, dass es am nächsten Tag so weitergeht. War das Spaß für dich? Ja, also ja? Natürlich, also, wie es halt so ist in dem Alter, Schule nicht so viel Spaß, aber Eishockey mit den Jungs sein, im Internat sein, das Training und so weiter, das ist man halt das, was man möchte. Das macht Spaß einfach und dann ist es auch egal, gerade in dem Alter, wie anstrengend das ist. Es ist halt einfach, sag ich mal, so eine gewisse Selbsterfüllung oder so. War es anstrengend, ja. Bestimmt. War es nicht immer einfach. Auch so, aber ja, wie ich schon gesagt habe, ist das, was wir alle wollten. Deshalb sind wir dahin. Also, und ja, am Ende vom Tag war es dann doch wieder einfacher, als sich das viele vorstellen, weil es halt einfach das ist, was man im Herzen möchte. Was haben deine Eltern gesagt, als du dich damals entschieden hast, nach Mannheim zu gehen? Ja, ich glaube so. Super begeistert. Von Anfang an waren sie natürlich nicht, dass ich weggehe, aber im Großen und Ganzen, meine Eltern haben mich von klein auf immer unterstützt und
dadurch, dass ich das wirklich wollte, waren sie dann natürlich auch dabei und haben mich da voll unterstützt und sind mit mir da jeden Schritt also mitgegangen. Und ich bin ihnen auch sehr, sehr dankbar für alles. Du hast auch mal nach Übersee gewechselt. Also da, wo Eishockey ja, die größte Sportart ist, was ja bei uns nicht der Fall ist. Bei uns dominiert ja der Fußball alles. Und dann bist du aber irgendwann relativ schnell wieder zurückgekommen. Und du bringst doch alles mit oder brachtest damals alles mit, was man in Kanada oder in den USA als Eishockeyspieler braucht. Größe, kräftig zu sein, vernünftiges Eishockey zu spielen. Warum bist du zurück? Ja, also ich bin ja dort in die Quebec Major Junior Hockey League gegangen. Das erste Jahr lief auch recht gut. Sehr gut sogar. Im zweiten Jahr lief es dann halt leider nicht so gut. Wir waren eine sehr junge Truppe und so weiter. Ich hatte dann auch ein bisschen Probleme mit der Hüfte, wo man nicht ganz so rausbekommen hat, was es ist. Und am Ende vom Tag hatte ich kein so tolles Jahr. Und dann war die Entscheidung, gehe ich jetzt nicht mal in die AHL, sondern in die East Coast League oder gehe ich nach Europa? Und dann habe ich mich halt für Europa entschieden. Einfach, weil ich der Meinung war, dass es für meine Entwicklung besser ist. Und ja, es hat sich ja letztendlich ausgezahlt. Also ich hatte zwischendurch immer mal wieder so, ja, so lose Anfragen, aber es hat dann irgendwie nie so ganz gepasst, weil ich mich dann auch wieder verletzt hatte und so weiter. Also, aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, wie es alles gelaufen ist. Du bereust das nicht, weil es ist natürlich der Traum von jedem Eishockeyspieler und mit Sicherheit auch was ein Traum von dir. Man will in der NHL, der National Hockey League, spielen, der besten Liga der Welt. Dann klappt es nicht so ganz. Ist das dann später noch im Kopf, oh verdammt, ich habe es nicht geschafft, oder konzentriert man sich auf die neuen Aufgaben? Also in erster Linie konzentriert man sich natürlich auf die neuen Aufgaben. Ich bin jetzt sowieso kein so Freund davon, im Vergangenen zu schwelgen, und es ist eh schon passiert, also kann ich nichts mehr dran ändern. Aber ich glaube, ich habe hier eine ganz gute Karriere hingelegt. Hätte ich es drüben vielleicht schaffen können? Ja, vielleicht. Man gehört ja auch immer ein bisschen Glück dazu, es sei denn, man ist ein Stützle und McDavid oder sonst was, dann ja. Funktioniert es. Dann ist das Talent dann so groß. Das, genau. Natürlich auch die Arbeit, aber ja. Hauptsächlich das Talent oder halt beides zusammen natürlich. Aber ja, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, wie es gelaufen ist. Also ich meine, ich habe eine gute Karriere hingelegt, habe hoffentlich noch ein paar Jahre vor mir und ja, habe hier eine gute Zeit gehabt. Jetzt bist du so lange schon in Mannheim als Jungadler, dann später wieder, hast den Verein nie verlassen. Wir hatten vor kurzem Harold Kreis hier, der ja auch sein ganzes Leben lang nur für Mannheim gespielt hat und 17 Jahre warten musste, bis er seine zweite deutsche Meisterschaft gewinnt und dann seine Karriere als Spieler beendet. Heute ist er Nationaltrainer. Es ist ja nicht einfach, in Mannheim zu spielen, das muss man ja klar sagen, oder? Warum? Nee. Warum, Dennis? Warum? Erklär mir dieses Phänomen mit Mannheim. Warum es nicht einfach ist, weil man hört das ja immer als Journalist. Das ist schwierig in Mannheim, bla bla bla. Warum? Aus deiner Sicht? Du bist ja lang genug dabei. Offen und ehrlich. Offen und ehrlich, ja. Das ist schwierig, ne? Der Anspruch ist halt einfach deutlich höher. Also es ist der Anspruch des Vereins, der Fans, der Umgebung. Es ist eine Eishockeystadt. Die Meisterschaft wird einfach erwartet. Oder es ist einfach immer die Voraussetzung, man spielt um die Meisterschaft. Und in Mannheim ist niemand zufrieden, vom Spieler, vom Trainer, Management, über alles Mögliche, wenn man nicht Erster ist. Und das ist halt einfach so. Das ist alles erklärt, aber weißt du, viele Sportler sagen mir, ach, dieser Druck von außen ist mir egal. Den meisten Druck mache ich mir selbst, weil ich gut spielen will. Ist das bei dir genauso? Ja, natürlich. Ich meine, der Druck von außen gehört ja auch dazu. Aber im Endeffekt, ja, man macht sich selbst den meisten Druck. Also ich meine, jeder, der in Mannheim spielt, kennt die Erwartungshaltung. Er weiß, was los ist. Und dementsprechend baut er auch den Druck auf sich selbst auf. Und mal ist es einfacher und mal nicht so einfach. Und aktuell ist halt
nicht so einfach. Ja, okay. Weil das Aktuelle wollen wir nicht sprechen, aber das ist, ich versuche immer rauszukitzeln. Ich sage es jetzt offen und ehrlich, wenn ich hier mit Sportler sitze, dass auch die Zuschauer verstehen, was es bedeutet, Profi zu sein. Und das ist dein Beruf, natürlich, klar. Du hast Druck. Wie geht man damit um? Ist das im Kopf verankert? Oder ist das, ich meine, man muss sich ja nichts vormachen. Okay, jetzt rede ich mal aus dem Nähkistchen. In jeder Kabine geht es gleich zu. Beim Fußball in der A-Klasse bist oder in der Bundesliga bist, sind die Kabinen viel schöner. Aber geredet wird das Gleiche wie in der A-Klasse unten. Und das kannst du, wirst du mir auch bestätigen, dass das so ist. Aber wie geht man damit um, Dennis? Was macht man da? Abprallen lassen? Oder? Ja, was anderes bleibt einem ja nicht übrig. Ja. Also ich meine, klar spricht man da auch drüber und versucht, einander zu helfen, zu unterstützen. Aber am Ende vom Tag muss man es mit sich selbst vereinbaren und einfach abprallen lassen. Und ja, manchmal ist es wahrscheinlich besser, wenn man nicht so viel Druck auf sich selbst aufbaut. Aber ja, das ist halt auch Profisport einfach. Der Druck ist immer da. Man muss performen, man will performen. Ich meine, es geht ja auch um die Zukunft. Und ja. Ja, aber das ist ein weiterer Punkt. Ich tue dich jetzt ein bisschen in den rein in den Schraubstock. Aber es ist ja natürlich klar, du hast einen Vertrag. So, dieser Vertrag geht, keine Ahnung, nicht du jetzt, per se, generell. Der geht am Ende der Saison zu Ende. Da ist der Druck riesengroß, weil sonst wird er nicht verlängert, dieser Vertrag. Und du willst vielleicht bleiben oder dein Agent hat irgendwie einen anderen Club gefunden, der dich nehmen will. Nimmt man das mit nach Hause am Abend? Ich meine, ihr trainiert morgens, macht dann noch ein bisschen Krafttraining manchmal und dann gehst du nach Hause. Ist das in deinem Kopf oder versuchst du das weg? Entschuldigung, dass ich so naive Fragen stelle. Also ich, das ist auch sowas, da geht ja jeder anders mit sich um. Ja. Ich frage dich jetzt per se. Mich persönlich, ich versuche einfach so zu spielen wie immer, zu trainieren wie immer, so zu arbeiten wie immer. Und wenn ich meine Arbeit erfülle, dann bekomme ich auch wieder einen Vertrag. Und wenn nicht, dann habe ich halt meine Arbeit nicht ordentlich gemacht. Also ich gehe damit recht locker um eigentlich. Also ich meine, man möchte immer einen Vertrag haben, immer verlängern und weiterspielen. Aber ich habe ja nichts davon, wenn ich mir Gedanken mache, wenn ich ehrlich bin. Also ich gehe zum Training, mache meine Arbeit, ich trainiere, ich mache alles. Also ich mache, also für mich, ich bin so ein Typ, ich mache alles gleich, ob ich jetzt einen Einjahresvertrag habe, einen halben Jahr oder 10-Jahresvertrag. Also und ich glaube, das ist halt die richtige Herangehensweise. Der eine oder andere macht sich da wahrscheinlich ein bisschen mehr Druck, versucht noch ein bisschen mehr zu machen, ein bisschen mehr hier, ein bisschen mehr da und am Ende vom Tag hilft es auch nicht immer. Jetzt ist es ja so, und ich weiß ja viele Fans immer, ja, die Mannschaft, die hält nicht bla 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 zusammen und der eine macht nicht das. Und jetzt sind es ja gerade vor dieser Saison ja sehr viele Wechsel gewesen. Da kommen viele, viele neue Spieler rein, gerade aus Übersee. Alte gehen weg. Man muss sich erstmal finden, was auch immer das bedeutet. Das hat mir auch noch keiner erklärt, was das bedeuten soll. Man muss sich finden, wie schwer ist das denn, wenn man verdiente Spieler, du jetzt als Kapitän sowieso, eingebunden hat und die müssen gehen und es kommen, ich weiß nicht, wie waren es, 17 bei euch oder 16, keine Ahnung, wie viel es waren. Und die kommen dazu. Das ist doch nicht ganz einfach, weil das sind ja ganz neue Kollegen. Einfach so. Ist das dir egal dann, wenn andere gehen müssen oder nicht? Oder trauert man denen, das ist eigentlich meine Frage, trauert man denen nach? Ja, natürlich. Also, aber ich glaube, das ist so wie in jedem normalen Arbeitsverhältnis, wenn es einen Austausch gibt, man lässt die, also würde gerne mit den Kollegen weiterarbeiten, man weiß aber halt, dass es nicht so ist. Dem einen oder anderen traut man mehr nach als dem anderen, ist ja auch normal. Aber am Ende vom Tag sind wir da, um unseren Job zu machen. Das heißt, die Jungs, die sind halt leider weg, die sind woanders, haben aufgehört, irgendwas anderes und dafür kommen neue und mit denen muss man sich dann einfach wieder neu finden. Eine neue Chemie aufbauen, neues Gefüge entwickeln, sich kennenlernen und ja, wie schon gesagt, ich glaube, das kennt jeder auch aus dem normalen Arbeitsverhältnis, dass es halt einfach so einen Umschwung gibt manchmal. Ja, aber für dich, du bist Kapitän. Als Kapitän hat man darin natürlich eine Verantwortung.
dass diese Chemie, die du gerade angesprochen hast, dass die sehr schnell entsteht. Was machst du denn als Kapitän dafür? Oder was hast du von dieser Saison? Das ist ja ein gutes Beispiel bei so vielen Wechseln gemacht. Ja, gut, was macht man? Man plant Team-Events, macht was mit den Teams, mit den Familien, wenn möglich. Spricht viel mit den Leuten. Aber ich meine, man kann als außer Dinge zu planen, wo man sich kennenlernt, ich kann jetzt nicht dir befehlen, dich mit dem anderen anzufreunden. Ja, klar, also, das funktioniert nicht. Ja nicht. Also ja. Man schafft halt einfach Situationen, wo sich die Leute austauschen können und wo man sich abtasten kann und vielleicht auch mal aus der Komfortzone rauskommt, um den anderen besser kennenzulernen. Ich meine, ja, das ist wie halt so die Teambuilding-Maßnahmen im DAX-Konzern. Gibt es bei uns sowas auch in einer gewissen Art und Weise. Entschuldige, ich darf jetzt noch mal, und das ist natürlich, wir kennen uns ja seit vielen Jahren und ich verfolge natürlich das Mannheimer Eishockey und habe auch viel darüber berichtet, aber jetzt fragt man sich, und diese Frage kennst du zur Genüge? Und ich denke, du kannst sie auch nicht mehr hören nach all den Jahren. Jetzt haben wir hier, genaue Zahlen gibt es ja nicht, eine super Arena. Offenbar, wenn man allem glaubt, über die Jahre auch relativ viel Geld. Und trotzdem holen wir nur alle 4-5 Jahre mal einen Meistertitel. Ich weiß, du kannst sie nicht mehr hören, die Frage. Aber versuch es mir trotzdem zu erklären, warum das so ist, Dennis. Oder gibt es gar keine Erklärung dafür? Jetzt musst du dich hinsetzen, ne? Ja. Und überlegen. Die Erklärung. Kann ich jetzt so direkt keine Erklärung geben? Wir kriegen es halt nicht auf die Kette oft genug. Fertig. Sei mir nicht böse, dass ich diese Frage stelle, aber diese Frage haben wir ja schon, ihr habt sie schon 1000 Mal gestellt bekommen. Und wir als Journalisten stellen natürlich auch die gleiche Frage, ohne zu verstehen, warum das nicht geht, warum andere Mannschaften in Berlin oder München reihenweise Titel holen in den letzten Jahren. In Mannheim halt dann 2015, 2019. Darüber haben wir, oh mein Gott, das ist Winter. Deine Stimme ist weg. Dennis, ohne böse zu sagen, du bist natürlich auch nicht mehr der Jüngste. Irgendwann endet ja dieses Abenteuer, dieses Leben als Eishockey-Profi. Gibt es schon Ideen, was du danach machst? Ja, ich schnupper schon in die ein oder andere Branche rein. Aktuell. Ja, hilf mir, erzähl's uns. Ja, aktuell beschäftige ich mich viel mit Finanzen und Anlagen. Was heißt, nein, ich lass nicht locker. Ich befasse mich mit Finanzen, ja, das mache ich auch oft. Ja, nee, also konkret, also ich arbeite mit einer Firma zusammen, die mich seit vielen Jahren berät, auch gut berät. Und da schnuppere ich aktuell ein bisschen rein. Aber ich weiß, dass man hat ja oft nicht das richtige Gefühl. Wann muss ich aufhören? Wann ist es soweit? Soll ich jetzt aufhören? Gibt es da einen Wunsch oder gibt es da ein Ziel von dir? Noch 4 Jahre weiterzuspielen als Beispiel, oder? Ja, 10 wären schön, aber wir wissen ja. Wer ist denn alter Mann? Dass das unrealistisch ist? Nee, also ich möchte jetzt erstmal, also ich konzentriere mich aktuell auf dieses Jahr. Ich weiß, dass ich mindestens noch ein weiteres gutes Jahr in mir habe. Das heißt, ich möchte jetzt auf jeden Fall danach noch ein Jahr spielen und dann gucken wir, ob es noch ein zweites wird. Also wenn es ein Wunschdenken ist, dann sind es noch 2-3 Jahre mindestens. Aber wie gesagt, ich gehe von Jahr zu Jahr jetzt aktuell und möchte einfach das Jahr, in dem ich gerade bin, im Hier und Jetzt, möchte ich gut spielen und mich dadurch halt für ein weiteres empfehlen. Und das Gleiche würde ich auch nächstes Jahr wieder sagen. Würdest du noch mal wechseln nach all den Jahren in Mannheim? Ich mache jetzt mal die Kiste auf und sage, Mannheim sagt, nee, mit dem Reul wollen wir nicht mehr. Der Vertrag läuft aus, wollen wir nicht mehr. Ungern. Ungern, oder? Ungern. Das ist doch schwer, oder? Ja. Das ist auch schwer, glaube ich. Das erlebt dann Markus Kink, den wir vor kurzem auch hier hatten, auf diesem Sessel gemeinsam mit dem Christoph Ullmann angesichts des Abschiedsspiels. Er hat ja dann auch nicht mehr weitergemacht. Ne? Ich glaube, das ist dann schwer, oder? Das ist sehr schwer. Wenn es mal so weit ist, dann
werde ich mich mit meiner Familie zusammensetzen und dann gucken wir, was das Beste ist. Dann darf ich dir zum Abschluss alles Gute wünschen. Bleib verletzungsfrei. Das ist ja immer Voraussetzung für eine weitere Karriere. Dankeschön, dass du hier zu Gast warst. Und hoffentlich sind dir noch ein paar Jahre im Eishockey vergönnt. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Das war Menschen aus der Kurpfalz. Präsentiert von der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord, Coos Klima, GBG Wohnungsbaugesellschaft Mannheim und AMEE, die Akademie für Motivation, Entwicklung und Erfolg. Mehr zu sehen und zu hören gibt es auf der Heimat-App Kurpfalz Erleben und unter kurpfalzerleben.de. Bis zum nächsten Mal.